Berlin leben aktuell rund 3,8 Millionen Menschen. Da ist bezahlbarer Wohnraum ein zentrales Thema. Die Strategie der GEWOBAG lautet daher Wachstum. Revitalisieren und modernisieren in bestehenden Quartieren und Bau von neuen Wohnanlagen. Dabei wird die GEWOBAG ihrer besonderen Rolle als Vermieterin gerecht. Um Wohnraum zu schaffen, setzt die GEWOBAG auf verschiedene Konzepte. Ankauf, Nachverdichtung und Neubau. Und das sehr erfolgreich, wie Vorstandsmitglied Markus Terbhofen berichtet. Wir sind eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft und als solche sind wir ein sozialer und ein fairer Vermieter. Das bedeutet, dass die Mieter bei uns einen berechenbaren, fairen und sozial orientierten, gemeinwohlorientierten Vermieter als Vertragspartner haben. Und das ist in der heutigen Zeit mit diesem erheblichen Mietwachstum, was wir in Berlin in den letzten 10 Jahren gesehen haben, tendenziell eine Ausnahme und damit auch ein Stabilitätsfaktor. Die Hauptstadt boomt. Das weiß auch Inga Giewer-Gaul, Leiterin Portfolio-Management. Berlin war in den vergangenen Jahren vor allen Dingen davon geprägt, dass viele Menschen zugezogen sind. Aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt sind vor allem junge Menschen nach Berlin gekommen, weil sie hier die Freiräume genießen, die sie vielleicht in anderen Städten, die schon etwas weiter fortgeschritten sind, wie Paris oder London, nicht mehr haben. Wir haben vor 10 Jahren mit 50.000 Wohnungen im Bestand gestartet und sind jetzt Ende letzten Jahres bei 70.000 angekommen, haben also 20.000 dazu gewonnen. Und davon ist ein erheblicher Teil in 2019 dazu gekommen. Dort waren es alleine rund 7.000 Wohnungen. Das war ein Sprung um 10%. Wir haben 2 große Quartiere gekauft, 1 in Spandau und 1 in Reinickendorf, mit fast 6.000 Wohnungen. Das zweite, aus meiner Sicht sehr wichtige und sehr schöne Ankaufsprojekt, sehen wir hier, ist die Karl-Marx-Allee. Das sind über 700 Wohnungen, die wir hier an einem sehr zentralen Standort in Berlin gekauft haben. Das zeigt, dass wir wachsen können, sowohl in innerstädtischen Lagen als aber auch an den Randbezirken. Die GEWOBAG legt besonderen Wert darauf, bestehende Quartiere aufzuwerten. Ein Beispiel ist der Wohnpark Mariendorf, eine Siedlung mit Bebauung aus den 70er Jahren. Heute ist der Wohnpark Mariendorf durch Modernisierung und Nachverdichtung zu einer Smart City geworden. Im Wohnpark Mariendorf haben wir ein Bestandsquartier der GEWOBAG komplett neu aufgestellt. Wir haben die Objekte voll modernisiert und haben gleichzeitig neue Wohnungen auf dem Dach geschaffen. Das hilft Berlin zu wachsen. Zu einem funktionierenden Quartier gehört aber nicht nur Wohnraum. Wir schaffen soziale Infrastruktur, wir sorgen dafür, dass Einkaufsmöglichkeiten da sind und wir kümmern uns auch darum, dass Kitas und Schulen verfügbar sind. Das schafft die GEWOBAG nicht alles ganz allein, aber wir suchen uns Partner vor Ort und versuchen in den lokalen Netzwerken die Quartiere zu verbessern. 2019 ist der Bestand der GEWOBAG vor allem durch Ankäufe stark gewachsen. Die Strategie für die kommenden Jahre ist jedoch eine andere, wie Markus Terbhofen erklärt. Der Fokus wird ab 2020 und danach dann deutlich stärker auf den Neubau liegen und die Ankaufsaktivitäten werden wir zurückfahren. Welche Bauprojekte aktuell umgesetzt werden, erklärt Nancy Baltruschat, zuständig für den Bereich Neubau. Wir haben derzeit 8 Projekte in der baulichen Umsetzung, weitere 17 Projekte in der Vorbereitung, Planung und Baurechtschaffung, also insgesamt 25 Projekte. Für ein Projekt benötigen wir im Schnitt von der Baurechtschaffung ab mit der Planung bis zum Baubeginn und Fertigstellung 3 Jahre. Und in Spandau, direkt an der Havel, entsteht ein ganz neuer Stadtteil. In der Waterkant werden insgesamt 2500 neue Wohnungen gebaut. 2000 Wohnungen von der GEWOBAG und 500 Wohnungen von unserer Schwester, von der BBM. Die Herausforderungen bei einem neuen Stadtquartier sind, dass man eben auch soziale Strukturen mitdenken muss. Infrastruktur wie Nahversorgung, Kitas, aber auch die Außenanlagen, die wir entsprechend in der Qualität hier herstellen wollen, aber auch das Thema Verkehr und Mobilität. Bauen und Wachsen sind wichtig, aber im Mittelpunkt aller Vorhaben steht die soziale Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Menschen. Woran wir arbeiten, und das ist tatsächlich auch meine Vision, ist ein ausgeglichener Wohnungsmarkt, in dem Leute aus allen Schichten der Bevölkerung adäquaten Wohnraum haben, keine Angst haben müssen vor Verdrängung, zu fairen Preisen in den Kiezen wohnen können, wo sie gerne wohnen möchten.